Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Halle 77. Heute geht's mit Patrick weiter am VW Passat. Du hast ja echt nicht aufgegeben, ne? Nö. Du hast durchgezogen bis zum Schluss und seitdem nichts mehr gemacht, ne? Nein. Das Auto springt an, läuft, aber läuft nicht gut, ne? Nö. Komm, wir gehen gucken. Gar nicht lang Zeit verlieren, direkt mal zum Passat latschen und mal den Kaltstart uns anhören. Das wird jetzt bestimmt interessant. Der steht jetzt schon locker 10, 11 Tage. Ja. Wir sind nach der Motorshow in Essen. Jetzt bin ich gespannt, was hier Phase ist. Und was wir jetzt machen, ist direkt auf den Prüfstand. Wir fahren jetzt nicht auf der Straße und stellen was ein, sondern unser Ziel ist es heute, das Ganze auf den Prüfstand irgendwie wieder sauber ans Laufen zu bekommen. Genau, ja. So, wie springt er an? Vorglühen. So, ich zieh mal da Joke. Dreht aber sehr hoch, ne? Warum dreht er so hoch? Keine Ahnung. Eieieiei. Du hast doch keine Anschläge, nichts eingestellt, nein, ne? Also den Leerlaufanschlag habe ich halt so gut wie sie irgendwie. Oh, er hat jetzt viel Leerlauf, ne? Aber ich. Also wo gehst du jetzt direkt dran? Ich würde jetzt das Gemisch runterdrehen, weil die Leerlaufschraube ist schon relativ am Anfang von dem Verstellhebel. Oder würdest du was anderes machen? Ey, ganz ehrlich, Patrick, ich habe keinen blassen Schimmer, was du überhaupt jetzt hier machen kannst. Okay. Lass uns einmal testen, ob das nicht besser wird. Eieiei, ich gehe mal einen Schritt zurück, bevor ihr jetzt 12.000 dreht. Eieiei, da hast du mal einiges runtergedreht, ne? Aber jetzt fängt er sie an zu schütteln, ne? Du, es qualmt keiner, wirklich keiner. Aber guck mal, dass du erstmal bis zum Prüfstand kommst jetzt. Alles, was wir jetzt machen, ist gegen die Regeln, ne? Ja, gegen alle Regeln, gegen alle Bücher, alles, was wir jetzt machen, ist falsch und nicht bitte als Tutorial. Nicht als Tutorial nutzt. Fahr mal am Prüfstand, ich versuche hinterher zu kommen. Also der Patrick ist halt ein begnadeter Mann, was das betrifft, wie viel Zeit er sich genommen hat, dass das Teil wieder läuft. Ich habe ihm gesagt, wenn du das Auto nicht mehr hinkriegst, melden wir ihn ab und wir nehmen den Armaturenbrett und so raus für dein VW Passat oder für die Limousine. Und der Patrick hat einfach durchgezogen. Er hat so viel Ehrgeiz gezeigt und zeigt mir heute mal einen Mechaniker, der das macht, seine Freizeit opfert, um die Dieselpumpe zu verstehen, um das zum Laufen zu bekommen. Ich sage euch, ich wäre da niemals dran gegangen und hätte es auch nicht gemacht. Ich hab ihm ja klar gesagt, Mensch, schmeiß weg das Ding oder lass uns das Teil zerlegen und du fährst zum Beispiel diesen Passat hier. Du kannst ihn fahren. Nee, sagt er, ich will das ans Laufen bekommen. Dafür meinen größten Respekt nochmal an Patrick, dass er das gemacht hat. Hey, der läuft gut bis jetzt, ne? Ich bin jetzt gerade voll draufgestiegen. Läuft wie vorher. Gerade jetzt. Wir haben jetzt hier alles vorbereitet. Ihr seht jetzt hoffentlich die OBS-Aufnahme mit 132 Newtonmeter hatten wir und 75 PS knapp. So, ich würde sagen, du möchtest nicht fahren? Ich, der Marco, also du machst es einfach flüssiger. Ich würde da jetzt rumstottern. Ich würde es kaputt fahren. Nö, es geht nicht ums kaputt fahren, weil ich drehe jetzt an den Schrauben. Also wer macht es wirklich kaputt im Endeffekt? Dann komm du aber mit ins Auto rein. Ja. Wir machen den ersten Lauf zusammen, wie sich das Ganze anfühlt. Also meins vorweg zu sagen, ich will keinen Teilespender von Horst draus machen. Dazu habe ich jetzt zu viel Arbeit investiert. Okay, aber du setzt mich unter Druck. Nein, überhaupt nicht, weil ich drehe rum. Aber es Anspringen ist, nur für die... ist schon mal genial. Ja. Wir haben hier so ein Drehzahlmesser nachgerüstet, aber ich gebe dir recht, der zeigt alles an, außer richtig. Obwohl, einen groben Wert können wir uns vielleicht nehmen gleich. Wir können den aber noch nachjustieren. Steht sogar extra drin in der Anleitung, da gibt es diesen weißen Pin dazu. So, als allererstes gehe ich jetzt hier erstmal auf Warmlauf und lass den einfach mal vor sich hin knöteln. Hast du schon mal Vollgas gegeben? Nein. Also ich habe vorher voll durchgetreten, ja. Ich kriege den ja auch gleich zur Not einmal aus. Ich bin eh noch im Warmlauf. Also das Abstellventil funktioniert. Du wirkst ihn definitiv ab. Okay, das also ist Also wenn der jetzt hochgeht, einfach Zündung aus und der muss vorne die Klappe zumachen. Also dieses Abschaltventil. Wir sind jetzt im vierten Gang. Ich gebe jetzt mal Vollgas. Ja, guck mal, ich gebe kein Gas. Merkst du, was er macht? Ja, er tut nicht runter. Also er hält das wie ein Tempomaten jetzt fest. Ich gebe jetzt wie gesagt kein Gas und er tut nicht runter. Er reagiert auch nicht drauf. Ich
bremst ihn jetzt mal bewusst runter. Tu den hoch, hoch. Ja, kann sein, dass die Schraube sich vielleicht verdreht. Ja, deswegen habe ich gemeint, ob man die mal festziehen soll. Dann setz du mal fest. Ich bremse ihn mal runter. Also er tourt immer noch sehr hoch. Ah, jetzt ist gut. So, merkt ihr das jetzt? Jetzt drehe ich die Kupplung und lasse ihn ausrollen. Und dann muss er die Schraube, glaube ich, mal festsetzen. Also ich gebe kein Gas. Bitte? Ich gebe kein Gas. Ja, es ist die Leerlaufschraube. Also du hast ja links eine Schraube und rechts. Links ist für Standgas, also für Stand-Leerlaufschraube. Ja. Und wenn du Gas gibst, fängt sich die an reinzudrehen. Dann schraubt sie mal fest. Ja. Wir nehmen euch jetzt, wie gesagt, bei jeder Handlung jetzt hier mit und gucken mal, was passiert. Ich mache jetzt direkt den Test nochmal neu, weil wir machen ja natürlich keine Messung, wenn dir nicht alles von alleine die Drehzahl runtergeht. So, wir haben jetzt Betriebstemperatur, zumindest von der Temperaturanzeige. Das heißt, wir machen auch mal den Lüfter an. So, jetzt kann ich wieder gucken, wie er sich verhält hier, der Kollege. Ah, jetzt fühlt sich das auch nochmal an. Fühlt sich ganz normal an. Ja, geil. Fühlt sich ganz normal an, als ob das Auto kein Unglück. Ihr seht jetzt, wir haben dreigängig geschaltet, die Rampen funktionieren auch. Ich gebe jetzt beim vierten Gang einfach mal ruckartig Vollgas. Eieiei, was macht ihr denn da oben rum? Hast du das jetzt gesehen? Ja, das wird ja jetzt interessant. Aber ich weiß ja auch nicht, wie hoch ich den drehen kann. Ich muss ja gleich irgendwann gefühlt aus dem Gas gehen. Ja, ich weiß ja nicht, ob die Abregeldrehzahl jetzt passt. Stimmt definitiv nicht. Kann ich dir jetzt schon sagen. Ich bin gespannt. So, ich gehe möglichst früh in den vierten Gang. Entschuldige, du hast dieselbe Ratio wie beim vorigen Test, oder? Ja, müsste alles gleich sein. Dann müsste die Linie, die der Jan damals gefahren ist, eigentlich richtig sein. Genau, die rote Linie müssen wir jetzt nachfahren. Vollgas. So, die ist jetzt deutlich schlechter im Ansprechverhalten. Was haben wir da gebaut? Weiß ich nicht. Aber guck mal, siehst du diesen Einbruch bei der roten Linie? Hat er früher auch mal gehabt. Ja. Das hat er jetzt immer noch. Aber wenn wir der Drehzahl nachgehen können, könnten das 5000 Drehungen sein. Ich glaube, das ist die originale Abregeldrehzahl. Nein, die ist unter 5, glaube ich. 4, 5 oder 4, 6. Aber der hat sich obenrum richtig gut angefühlt. Ja, also, das war richtig heftig, was da jetzt wäre. So, jetzt kann ich mal Lüfter wieder anmachen, dass wir auch gleich was sehen. Jetzt bin ich gespannt. Bei 5000 Drehungen, das haut auf jeden Fall hin. Und wir waren nicht am Ladedruck, ne? Mhm. Das ist heftig. Ich wette mit dir, dass Sven will es jetzt auch haben. Aber wir haben noch gar nicht zum Ladedruck gemacht. Wir müssen mal eigentlich mal Ladedruck mitloggen. Leck mich am Arsch. 156 Kilometer. Doch, es gibt eine Veränderung, der Ladeluftkühler. Ja, aber vorher, ich habe sie damals, hätte ich ja gespürt beim Fahren. Ich, auf der Autobahn drehe ich den auch. Also wenn ich da mal beschleunigen will. Guck mal, wenn unten rum, wir müssen auf jeden Fall gleich mal die Boost-Anzeige mit einfügen, dass wir den Ladedruck auch sehen. Das ist gleich keine Arbeit. Was ich jetzt mache, ich stelle die Kamera mal eben nach draußen und wir zeigen euch jetzt den Lauf von außen und ihr seht mal wegen dem Rußfall. Das habe ich jetzt nämlich nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Wie viel Ruß jetzt ihn rauskommt? Soll ich mal rausgehen und heftig. Vor allem fast gar nicht. Ne? Also sehen tut man nichts. So, wir haben wieder 5,8 PS, 149 Newtonmeter, ein bisschen weniger. Klar, Ansaugluft und sowas wird jetzt alles höher. Aber es qualmt noch gar nichts. Ne? Nein, was? Da geht noch was. Warum hat der oben jetzt so einen Dunst? Denkst du, es liegt am Förderbeginn? Ja, kann sein. Ja. Weil ich ihn jetzt wirklich, ich habe ihn ja auf 92 Grad eingestellt, glaube ich. Das ist ja echt schon heftig. Ich persönlich würde jetzt vorschlagen, wir suchen mal eben den Jan, schließen mal eben die Ladedruckanzeige mit an. Das ist bei dem Auto, machen wir Haube auf, das ist bei dem Auto ja relativ einfach. Möchtest du den Einspritzzeitpunkt auch noch verstellen? Weißt du, was mein Problem ist? Never change a running system. Weißt du, was mein Problem ist? Aber wir könnten, das ist dein Auto, du kannst machen, was du willst. War das jetzt alles? Ist der Förderbeginn denn so eingestellt, wie er sein muss? Original. Also, dann würde ich es, glaube ich, nicht verstellen.
Oder willst du es verstellen? Willst du es gerne mal versuchen? Das liegt dahin. Also du musst wissen. Willst du das? Willst du es nicht? Aber ich sage dir... Ich weiß nicht. Ich würde schon gern, weil es für mich zum Lernen interessant ist, was passiert. Können wir also gleich machen. Ja. Wir können jetzt hier ein T-Stück zwischenmachen, dann haben wir den Ladedruck. Dann würde ich sagen, machen wir Ladedruck eben dran und dann, ich weiß nicht, ob wir das Trübungsbild, also sprich die Einspritzung noch ein bisschen zudrehen, weil wenn du sagst, der qualmt so gut wie gar nicht. Können wir nochmal machen, ne? Ich würde ihm ein bisschen Einspritzung geben, weil wir brauchen jetzt die Form, so ein alter Diesel qualmt immer. Aber wir haben ja jetzt schon 10 PS mehr wie vorher und beachtliche fast 30 Newtonmeter. Aber du merkst halt, der Wagen geht erst los so bei 3200 Umdrehungen, kann man sagen. Also erst bei Drehzahl, aber dann marschiert der auch richtig los, ne? Also ich kann mir vorstellen, wenn man den Förderbeginn noch mehr früh stellt, dass der Turbolader dann früher anfängt. Oder später, weil du die quasi bei einem Benziner, kann ich dir sagen, wenn du die Zündung später machst, wird das Gemisch scheiße, somit spricht der Lader früher an. Ah, okay. Also das hat man früher beim 10-Ventiler-Turbo gemerkt. Hast die Zündung zurückgenommen, kam der Lader aber früher. Okay. Weil die Verbrennung, wie ich es genau erklären soll, weiß ich nicht ganz so sagen, dass ich es so gemerkt habe. Ich hole mal eben den Jan. Aber ich werde eines machen, ich werde mal da jetzt eine Markierung machen. Das macht ihr bitte. Markiert ihr das alles so und dann können wir ja gleich mal während des laufenden Motors in Früh oder Spät drehen. Ich bereite mal alles vor. Ja, und ich hole mal eben fix den Jan dazu, dass wir einmal Ladedruck anlocken. Du hast dir jetzt alles vorbereitet, Patrick. Ja. Hast dir die Steuerzeiten markiert, also die Einspritzbeginn. Wir lassen den jetzt laufen. Und stellen beim laufenden Motor, ja, auch wichtig bei Zahnradantrieb, keine pulloverlangen Teile. Beim laufenden Motor, willst du den kleinen Ticken früher stellen? Lass mich mal überlegen, wie stellt man den früher? Der Regulator immer läuft so in die Richtung. Das heißt, wir müssten ihn eigentlich reindrücken oder so rüberdrücken, hätte ich jetzt gesagt. Genau, hätte ich jetzt auch. Für mich hast du meinen größten Respekt verdient, dass das Ding wieder gelaufen ist nach deiner ganzen schweißtreibenden Arbeit und dass das so gut abliefert. Das sage ich immer danke, ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht der Ladeluftkühler das 2+ war, aber das... Das wäre eben schön gewesen, wenn man den zwischendurch mal hin einfach draufgestellt hätte. Ja, du hast ja voll kaputt gefallen. Ja, danke. Ich habe gehört, die alte Pumpe wäre übrigens verrostet durch den Bio-Anteil im Diesel. Ja, habe ich auch sehr viel gelesen. Also kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass Dieselhersteller sowas entwickeln, wo gleichzeitig Wasser drin ist, dass die Pumpe kaputt geht. Ja, aber du musst dir ja vorstellen, das Auto ist über 30 Jahre alt. Damals du meinst, die modernen Diesel, denen ist das scheißegal? Ja, weil die verwenden vielleicht auch andere Materialien. Ne? Da ist ja auch schon Kunststoff. Naja, verstehe ich. Also Metalle und Legierungen, Alu zum Beispiel. Okay, perfekt. Dann mache ich jetzt nochmal an. Und dann mal gucken, ob wir was hören. Machen wir einen kleinen Gasstoß, dass die Batteriekontrollleuchte ausgeht. Ja. So, warte. Verdrehen wir ein bisschen, dann wollen wir hören, ob was... Oh ja, das ist sehr viel. So, der ist zu viel, Typ zurück. So bist du mal lass. Ist das weit weg von dem, wo du war? Oben jetzt 1 Millimeter ungefähr. 1 Millimeter. Ja. Mach sie mal hinten so fest, weil so ist er kurz vorm starken Nageln. Ja, der Motor eiert jetzt so ein bisschen da vorne drin, aber er ist jetzt etwas nageliger geworden. Ne? Ja. Wir haben jetzt hier die Klammern gesichert, dass die nicht in den Zahnriementrieb fliegen können. Ich würde sagen, wir schwingen uns ins Auto, Haube runter, obwohl ist eigentlich egal, kannst du Haube auflassen. Ne, dann sehen wir nichts, mach Haube runter. Sonst, ihr seht das, aber wir sehen es nicht. So, wir haben jetzt nur die Steuerzeiten verändert. Also den Förderbeginn, starten jetzt nochmal neu. Also das ist das, was ich meinte. Also selbst wenn man die Förderzeiten nicht perfekt eingestellt hat, müsste das Ding irgendwie laufen oder anspringen. Ja, das ist schon mal interessant. Ja. Ich starte mal, ich gucke, wie er anspringt. Perfekt. Wie fühlt er sich an? Ich versuche es gerade zu fühlen. Krass, demnach, gucken wir, was ich so sehe. Das kann es auch täuschen. Deutlich schlechter, ne? Weiß egal, wir machen jetzt diese Messung mal, um das mal zu zeigen. Und jetzt legen wir ja alle Förderbeginn früher, gleichzeitig mehr Leistung. Oh, ich merke, euer dreht direkt höher. Ja. Nö, jetzt ist er weg. Nicht. So, Lüfter läuft. Wollen wir es mal direkt gucken. Voll Pull. Ladedruck. Kommt aber doch auch mal lange, bis der Ladung kommt. Nö. Ich brech das einfach ab. Aber was sollen wir denen dann jetzt groß fehlen? Wir sehen eindeutig, Ansprechverhalten geht nach hinten. Ladedruck haben wir vorher nicht gesehen, haben wir jetzt gerade erst gesehen, wann der Lader kommt. Aber alles hat sich deutlich verschlechtert. Um das Ganze schnell abzukürzen, wir gucken einmal, was für Leistung wir haben.
und dann drehen wir in die andere Richtung, würde ich sagen. Okay. Ja, weil der Wert war scheinbar perfekt. Also hier Zündung früher drehen, wie ich das so gern mache. Jock. Oder wir drehen ihn jetzt später, wenn wir einfach einen Denkfehler haben. Das kann auch sein, weil wir nämlich alle keine Ahnung haben, was wir eigentlich machen. Das ist das Wichtigste. Die wichtigste Voraussetzung, keine Ahnung zu haben. Und einen Prüfstand. Genau, und gleichzeitig noch einen Prüfstand dabei. So, wir haben jetzt, machen wir eben alles weg hier. Ne, wir wären wieder bei 85 PS gewesen. Was? Krass, ich wusste mal den Lauf davor. Der wäre sogar höher gegangen. Aber Newtonmeter? Ungefähr gleich. Aber ich würde sagen, das Drehmoment kommt später. Siehst du hier, ich mache jetzt, wir machen nochmal einen Test drüber. Ich gucke mal einmal Booster, was mitlockt. Dann guck mal, wo der Lader erst dazu kommt. Boah. Vorher ist überhaupt gar kein Turbolader mit dem Spiel. Ja. Komm, okay, ich mache noch mal einen Test. Ich fahre noch mal über den Fünfer, fahre ich noch einmal drüber. Voll Pulle. Und du merkst, es ist überhaupt kein Laddruck. Rechts siehst du, da ist nichts. Ich halte jetzt mal ein bisschen länger fest. Es ist viel zu wenig vor allem. Da ist auf jeden Fall eine Abregeldrehzahl. Bei 5000 Drehungen siehst du, reißt die Leistung ab. Also irgendwas in der Pumpe wird da begrenzt. Übrigens, diese Abregeldrehzahl macht nicht nur der Begrenzer vom Gaspedal, sondern auch diese Fliehkraftversteller. Diese vier Gewichte, die da seht. Genau, habe ich auch gelesen. Und das merkst du, das passiert hier immer noch. Ja. Also er wird mechanisch begrenzt. Okay. Und das ist genau bei 5000 Umdrehungen. Aber Leistungskurve sieht auch gut aus. Mhm. Jetzt gucken wir uns das gleich, vergleichen das jetzt mal mit Test 5 dann oder was. So, 85 PS, 145 Newtonmeter. Am zweiten, also ich würde die Zündung wieder in Spät drehen. Also den Förderbeginn in Spät. Mensch. Aber ich habe mich auch ein paar Mal versprochen. Ich würde sagen, wie wir den Förderbeginn jetzt verstellen, habt ihr gesehen. Wir verstellen das jetzt ganz mal in Spät. 1 mm in die andere Richtung. Genau, und dann fahren wir nochmal. Der Patrick hat das Ganze jetzt 1 mm Förderbeginn rausgenommen. Also in die andere Richtung. Ob wir rein oder raus, den wissen wir gar nicht. Also wir haben es auf jeden Fall 1 mm in die andere Richtung geschoben. Läuft aber deutlich leiser vom Nageln her. Ja. Deutlich leiser. So, wir fahren auch direkt über den Test drüber. Geben ihm einen kleinen Warnlauf dabei. So, Lüfter 2. Er ist williger, oder? Bilde ich mal das ein. Er läuft auf jeden Fall sanfter. Kannst du sehen? Ah, unten rum. Guck mal, wir sind jetzt unten rum. Ja. Er braucht eine Weile. Ich habe so das Gefühl, er braucht eine Weile, bis der Lader kommt. Vielleicht ist die Einspritzung auch jetzt zu wenig unten rum. Wir brauchen jetzt Diesel, weil ohne Diesel kann unser Turbolader auch nichts machen. Ich bin mal gespannt, wenn wir gleich in der Gemischschraube stellen, ob sich unser Laderdruck verändert. Ja. Aber es müsste ja, ob ich den Einspritzzeitpunkt an sich, den besten, kann ich ja so auch finden. Auf jeden Fall. Ja. Und dann drehe ich nur noch am Gemisch und optimiere das eigentlich nur noch. Genau, so sehe ich es jetzt auch. Wir haben jetzt 1 mm hinter der Markierung, die wir festgesetzt hatten. So, und jetzt gucken wir uns an, wir müssen über die grüne Linie, also entweder beginnt der früher, später, das werden wir jetzt alles sehen. Ich versuche natürlich genau mit dem vierten Gang da einzusteigen, wo wir jetzt auch sind. So, und zwar, guck mal, perfekt. Bis jetzt verändert sich nichts. Ja, früher. Aber weniger Endleistung. Wir halten jetzt auch fest. Da könnte meine Theorie vielleicht stimmen, weil wir haben jetzt kein Lambda dabei, dass durch den späteren Einspritzbeginn wir, das ist ja wie Spätzündung, wir den Turbolader aber früher antreiben. Und das sehen wir jetzt gleich auch im Diagramm. Das können wir uns angucken. Aber auf jeden Fall aber weniger Endleistung jetzt. Aber um die Endleistung jetzt nach oben zu treiben, könnte man jetzt auch wieder die Gemischschraube reindrehen, oder? Rein theoretisch ja, aber wenn du sagst, du hast dir den perfekten Wert eingestellt mit der Markierung, also den Sollwert, dann würde ich natürlich jetzt auch auf den Sollwert gehen, weil da waren wir ja stärker mit. Ja. Oder wir warten jetzt mal ab, wo wir leistungstechnisch sind. Aber wir sind jetzt gerade mal über unter 55 PS Radleistung und das ist eine Motorleistung. Oh, deutlich schlechter. Ja, da auf jeden Fall wieder zurückdrehen. Jetzt wollen wir aber mal, so wie ich es gesagt habe, guck mal Ladedruck. Ja. So. Ich mache jetzt mal alle anderen Läufe weg. Ich mache mal Engine Power, ich mache mal Looses weg und ich mache mal Drehmoment weg. Ne, das ist umgekehrt. Ich mache Drehmoment da und mache die Leistung weg. Heftig.
ihr seht jetzt das Drehmoment und guckt mal bitte, wie viel Umdrehung früher der Lader anspricht. Hier sind wir bei vollem Laddruck bei 3,3 und hier haben wir vollen Laddruck bei 3,5. Also 200 Umdrehungen früher kommt unser Turbolader ins Spiel. Und deswegen haben wir untenrum, machen wir wieder alle Sachen dabei, untenrum mehr Drehmoment. Aber hier sieht man es eindeutig, ich mache mal Boost jetzt weg. Die rote Linie beginnt unser Drehmoment. Ja klar, ja, weil unser Turbolader früher kommt. Mhm. Ich sag dir, stell das wieder auf die Markierung. Ja. Dann machen wir nochmal einen Gegentest, ob da alles läuft. Und danach gehen wir in die Gewichtsschraube. Okay, gut. So, jetzt sind wir auf der alten Markierung. Ne? Ja, Start. Sollte mal sein. Springt perfekt an. Das kann, ich bin immer noch fasziniert. Echt wirklich fasziniert. Ich lasse jetzt mal einfach beide Läufe drin. Einmal früh und einmal spät. Jetzt haben wir ja den Mittelwert und dann sehen wir uns ja, wo wir uns jetzt gleich aufhalten. Gib dem Motor immer eine kleine Warmlauf, dass er sich einmal so reinholt. Aber wir fahren über die grüne Linie, sehe ich gerade. Das war die stärkste auch bis jetzt. Bin ich mal gespannt, ob wir da wieder dran kommen. Voll Pull. Oh, er spricht. Ja, ist ein bisschen früher wieder. Also man merkt auf jeden Fall, ich gehe davon aus, dass das immer wieder der Ladedruck ist, den wir hin und her schieben. Und das kann sein, dass wir den mehr Diesel, der Ladedruck jetzt auch früher kommt, dass wir früher Einspritzungen haben. Weil durch den Ladedruck wird hier oben nochmal Diesel zusätzlich eingespritzt, durch die Zusatzmechanik oben. So, wenn du unten jetzt an der Schraube korrigierst, kannst du mich wahrscheinlich aufklären, gebe ich im ganzen Bereich mehr Diesel. Ne? Ja. Und ich sage dir, wenn wir jetzt unten fetter drehen, fängt er natürlich hinten ein bisschen an zu rußen. Aber ich sage dir, das ganze Band kommt linearer. Was sagst du zum Ladedruck? Weil 0,45 ist ja eigentlich... 0,50 habe ich manchmal 0,50? Teilweise gesehen. Ist Problem ist, wir können jetzt nicht dran drehen. Das haben wir natürlich gerade geguckt. Wir müssen das bauen. Ja, viel mehr. Da muss ein Bar rein. Und das geht. Ein Bar geht. Das geht. Okay, das heißt, es bleibt, wird dabei nicht bleiben. Guck mal hier, wir haben jetzt wieder 146 Newtonmeter. Ja. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal ans Trübungsbild. Lass die Pumpe jetzt so stehen. Ja. Und wir gehen mal an die Gemischschraube. Das zeige ich immer direkt von außen. Okay. Kann ich den dabei laufen lassen? Ja. Ich weiß, wenn man früher an der Gemischschraube gedreht hat, geht die Drehzahl aber auch hoch. Ja. Das gehört jetzt. Da noch ein klein bisschen nicht hier. Ja, das machen wir so. Musst du die Fetzi mit der Mutter dreizehn? Nein, ich habe eine neue Gummidichtung draufgegeben aus dem Dichtungssatz, die hält. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob der Lader früher kommt und wie das Rußen aussieht. Ich würde sagen, Jan, willst du mal die Kamera von außen halten? Ja. Du könntest du leider nicht unterhalten, aber du siehst ja ungefähr, wie so ein alter Diesel manchmal ruht. Das kennst du ja, ne? Guck mal, der ist bei der Leistung. Ja, der segt sehr, der segt sehr. Dann machen wir so lange aus. Hä, haben wir jetzt nicht mehr Leistung? Hätte ich jetzt schwören können, dass wir mehr Leistung haben. Also der Lader kommt früher, wir haben 85 PS und 150 Newtonmeter. Und wenn ich jetzt den Test davor nehme, der Lader kommt früher, so wie wir es gesagt haben. Das ist, wir haben nichts verändert außer Ladedruck, außer Einspritzung. Und er hat ein bisschen mehr Ladedruck, siehst du? Ja. Und Rußen sagt der... Das ist völlig in Ordnung. Also völlig in Ordnung. Also könnten wir ihm noch ein bisschen geben. Da fange ich schon zum Sägen an. Aber warum sägt er? Weil der Ding jetzt, wenn du die Schraube von der Menge reindrehst, schiebst du die Schraube von dem Fliehkraftversteller drauf. Das war ja der Grund, warum er das letzte Mal immer wieder ausgegangen ist auch. Weil das ganze mechanische Spiel nicht mehr zusammengepasst hat. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass der... Oder es ist der das Gaspedal. Wir probieren mal was aus.
Wir können jetzt noch die Leerlaufdrehzahl können wir noch ein bisschen runterstellen. Ja, was ich halt krass finde, wir sind jetzt bei 85 PS und 150 Newtonmeter und er rußt null. Das ist also wirklich, man kann es, ihr habt ja gerade gesehen, von null Rußen sprechen. Und ihr wisst selber, also ich muss mich an Sven seinen Diesel erinnern, der rußt im unteren Bereich mehr, aber der Sven seine hat auch nicht diese Geschichte hier für Ladruck, dass ihr da noch eine Zusatzeinspritzung zusätzlich bekommt. Hey Svenny, ich glaube, du willst das jetzt auch. Ja. Weil guck mal, auf was wir da Leistung haben. Ja, hab ich schon gesehen. Mit Serienladedruck. Ja, einfach starten. Besser, ne? Das Problem hatte ich bei meinem Diesel aber auch, weiß ich, wenn ich das Gerät habe. Du konntest irgendwann die Drehzahl nicht mehr runterstellen, weil du ihm so viel Diesel gegeben hast, dass der in der Leerlaufdrehzahl nicht weiter runterging. Aber ich würde sagen, ein bisschen Drehzahl kann er noch. Also ein bisschen Einspritzung. Mhm. Ich bin mal gespannt, vielleicht siehst du das gleich mal an, wenn du weißt ja, wie dein Golf so ein bisschen ruht, ne? Ja. Das sieht man schon. Ich hab's gerade gesehen, als Jan daneben gefilmt hat. Fandest du das wenig? Sehr wenig. Sehr wenig. Ich glaube, meiner hatte zu Hochzeiten 78 PS, war, meine ich, alles, was ging bei meinem. So, jetzt glaube ich, das hört sich jetzt an, ob wir dieses Ding. Ich glaube, wir machen jetzt mal die nächste Messung. Jetzt gar nicht. Ah. Was ist das denn? Ich glaube, das hat der Patrick erzählt, da ist jetzt zu viel Diesel. Wie kriegst du das raus und da runterdrehen, ne? Noch ein bisschen. Der Patrick ist jetzt unser Dieselgott hier. Aber eigentlich gibt es nichts zu meckern, ey. Das Auto, A, läuft das Auto wieder. Und B, ziehen wir da sogar ein bisschen Leistung noch. Man kann die Dieselpumpe dafür, kann man den Kegel oben bearbeiten, ne? Da gibt es so einiges, was man noch tuningmäßig machen kann. Aber den größten Tuning, was wir machen müssen, wäre erstmal Ladedruck. Aber da mit 0,5 Bar, das kann, was macht deiner an Ladedruck? Oh, ich meine 0,6. Ein bisschen mehr. So geht's? Ja, aber ich habe jetzt wieder sehr weit zurückgedreht. Ja, wir testen. Aber deine, also bei dem Golf, die Dieselpumpe hat diese Anreicherungen nicht. Mhm. Und das ist schon eine krasse. Könntest du die Anreicherung verdrehen? Wird das was verbringen? Bitte? Wenn du oben an der Schraube drehst, bringt das was? Ja. Was passiert da? Du verstellst den Kegel nach oben und nach oben, also die Feder. Was wäre mehr Diesel? Keine Ahnung. Ich hätte jetzt gesagt raus, weil du die Federvorspannung veränderst und dann früher, so je früher der Boost kommt, umso mehr Diesel reinpumpt. Hast du da dran schon gedreht? Nein. Dann drehen wir da dran. Okay, aber... Ja, dann willst du auch mal da dran drehen. Da können wir dran drehen. Also ich würde sogar sagen, dass es sogar besser ist, weil du untenrum ja die Kurve behalten kannst und nur in dem Bereich anfettest, wo auf Fuß kommt. Ja, zeig mir mal die Schraube, wo die wir drehen. Dann verdreh da doch einfach mal was. Moment. Ah nee, wir müssen ja erstmal messen, wo wir jetzt sind, ne? Ja. Dann mache ich mal fix einen Lauf. Wir können ja beide drauf bleiben. Lass auch einfach auf. Ja. Dann wird ab zu den Lauf haben. Ich glaube, wir kürzen das Ganze jetzt mal ab, weil ihr seht jetzt schon an der Radleistung, dass das jetzt deutlich weniger geworden ist. Sprich, weniger Diesel, alles sinkt weg. Und dann seht ihr, wir haben jetzt gerade mal 79 PS, 131 Newtonmeter. Das hört sich fast nach Serienleistung an. Mhm. Aber alles verschiebt sich nach hinten. Und das Schöne ist immer, guck mal, selbst der Turbolader spricht viel später an. Hier spricht er irgendwo so, sag ich mal, bei 3000 Drehe an und hier bei 3300. Alles verschiebt sich nach hinten. Du musst möglichst viel Diesel innen. Also dieses Auto lebt von der Einspritzung. Gib dem bloß viel Diesel. Wahnsinn, was Patrick da gemacht hat, ne? Tja. Nächte sich um den Ohren geschlagen. Das ging jetzt ganz gut. Machen wir mal. Ich würde sagen, wir kürzen das Ganze jetzt einfach mal ab, dass die Kamera ausmachen. Wir suchen jetzt unsere alten 85 PS, 150 Newtonmeter wieder und dann gehen wir oben dran. Wir haben euch leider bei diesen ganzen Spirenzchen jetzt mal wieder nicht mitgenommen. Aber das, was ihr jetzt hier auf dem Monitor seht, ist der aktuelle Lauf. Und wir haben jetzt einfach mal nur die Diesel-Gemischschraube wieder volle Möhre reingedreht. Was ist das, volle Möhre? Eine Viertelumdrehung und ihr seht, wir haben jetzt 159 Newtonmeter und 88 PS. Der Test davor haben wir nichts gemacht, also die rote Linie in dem Falle, außer in fetter gedreht, also mehr Gemisch gegeben. Problem, was wir jetzt haben, wenn wir das haben,
Erstmal denkt man, ist jetzt alles okay. Motor, Leerlauf, alles gut. Jetzt geben wir mal Gas. Und das bekommen wir jetzt nicht weg. Und das Rußbild ist immer noch gut, ne? Ja. Lass mich mal testen, ob ich jetzt den Leerlauf vielleicht mit der Schraube noch mal runter. Probier mal, aber ich glaube nein. Oh! Das gefällt mir aber gut, Patrick. Weil jetzt sind wir langsam auf einem guten Weg, was das Rußbild betrifft. Aber wenn das natürlich so einfach funktioniert, dann könnte man vielleicht... ja, ich würde sagen, Patrick, weißt du was? Kriegst du das gemessen, ja, ne? Ich will das mal von außen sehen. So, und ich guck mir das mal. Ja, ich guck's mir von so an, da sieht man es vielleicht am besten. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Rußbild ist. Der Patrick wird jetzt im vierten Gang hoffentlich möglichst früh schalten. So, das ist Vollgas. Und ich sehe ganz leichte Ruß. Ich gehe mal ein bisschen raus, dass ihr mich versteht. Das, was ich jetzt an Ruß gesehen habe, war völlig in Ordnung. Und das heißt, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Wir haben übrigens gerade noch mal versucht, ein bisschen Förderbeginn, früher, später. Also wir sind wirklich am optimalsten Zeitpunkt. Und ich sehe jetzt schon wieder, die Leistung, also die Radleistungskurve sieht echt gut aus. Du kennst dein Passat jetzt auch schon länger, der fühlt es besser an, ne? Ja. Tja, wieder 158 Newtonmeter und 78 PS. 87. Ruß ist völlig in Ordnung. Ja. Willst du noch einen Mühen reden? Mach mal nochmal. Weil dann kommt das Ansprechverhalten jetzt. Ja. Aber wirkt jetzt keine Viertelumdrehung, sondern wirkt nur ein bisschen. Ja. Weil das Ruß, man sieht jetzt, dass es ein Diesel ist, sagen wir es mal so. Aber jetzt würde ich ihm nicht mehr viel Diesel geben. Das war's schon? Nee, also hat sich denn was verdreht? Ja. Jetzt höre ich was. Ah, jetzt haben wir wieder unser Problem. Ah, er kommt aber runter. Meinst du, kriegst du ihn von der Leerlauf noch weiter runter? Probier's jetzt. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Weil irgendwann ist da die mechanische Grenze auch erreicht. Geht immer noch. Darf doch nicht wahr sein. Der ist ja fast zu niedrig jetzt. Du musst ja fast wieder Diesel nachdrehen. So ist gut, glaube ich. Jetzt zum Beispiel sehen wir ja schon, die Leistung bringt gar nichts mehr. Das heißt, wir drehen das Stück jetzt wieder zurück. Weil mehr Leistung hat er definitiv nicht. Also natürlich nicht Radleistung, ist vielleicht 1-2 Newtonmeter mehr im Gegensatz zu vorher. Hat nichts gebracht. Daher, guck mal, Test 8, ja gut, ich glaube 1 PS mehr Newtonmeter gleich. Ja. Was mit der oberen Schraube. Ja, aber lass uns die Gemischschraube jetzt auch fixieren. Lassen Sie festmachen, ja. Genau. So, mal einmal, warte, ich mach noch einmal aus. Der Patrick hat schon recht. Den Förderbeginn ist der perfekte, den wir hier auf dem Prüfstand erfahren konnten. Und jetzt macht er die Gemischschraube. Da müsst, das ist eine 13er Mutter hinter, ne? M8. Ja. Und die musst du jetzt festdrehen, ohne dass du die Gemischschraube verdrehst, ne? Das ist die Kunst jetzt, ja. Aber was ich interessant finde, ist halt, wir sind jetzt hier um die 88 PS rum und 158 Newtonmeter. Die stehen hier auf jeden Fall. Ich glaube, der Patrick hat gesagt, wenn wir so 85 PS schaffen, 90 PS, dann das ist ja schon Hammer. Und wir haben den Ladedruck nicht angerührt. Was wir aber sehen, das sehen wir jetzt hier auch, wir erreichen hier einen Ladedruck von fast 0,55, sehe ich. Die Tabelle rechts sehe ich das. Und der geht runter bis 5000 Umdrehungen auf circa 0, knapp unter 0,5. Ich sage euch, wenn wir den hochdrehen auf 1 Bar, hat dieses Auto locker flockig 95, 100 PS. Locker. Dazu müssten wir aber so einen Schlauch unterbrechen und ich habe oben so ein Schnittmodell, das zeigen wir euch jetzt mal. Okay, also da ist normalerweise eine Leitung für den atmosphärischen Druck und das ist dann der von der Druckseite wiederkommt und der drückt dann da hinten, man sieht jetzt nicht eine Klappe auf und dann geht der Druck vorbei. Und wenn man da dazwischen dieses Baumarkt-Tuning-Ventil, dann kann man den Druck, der da hingeht, ableiten zum Teil und damit macht die Klappe später auf und der Turbolader macht mehr Druck. Wir können hier den Ladedruck einfach nur fahren, den er hier fährt und wir müssen den Ladedruck anheben und dann hätte er auf jeden Fall mehr Leistung. Ich kann mich daran erinnern, beim TDI hat man ein paar Ladedruck, ne? Ja, genau. Und hier haben wir gerade mal 0,9 auf 0,7, irgendwie sowas. Ja, und hier sehen wir deutlich weniger Druck. Und das ist alles noch im Niederdruckbereich. Also 0,5 ist ja gar nichts. Der Sven hat gerade erzählt, er hat so 0,6 Bar bei seinem Golf. Probier mal. Start mal an. Ich glaube, ich habe sie wieder ein bisschen eingedreht. Schauen wir mal. Ja.
Ich mache noch mal einen Lauf, den machen wir jetzt aber nicht mit Kamera, sondern ich gucke, dass wir auf unsere 7888 PS kommen und dann gehen wir die obere Schraube. Ja. So, die letzte Schraube, die wir jetzt hin und her gedreht haben, wir haben jetzt wirklich den Optimum da rausgekitzelt. 88 PS und 160 Newtonmeter fast. Ja. An den Schrauben, die ist jetzt auch festgesetzt, ne? Die ist festgesetzt. Das heißt also, unsere Gemischschraube gehen wir auch nicht mehr dran. Nein, ich werde jetzt da auf die Pumpe jetzt Schluss wirklich fixieren. Das heißt, wir werden die Schrauben jetzt auch wirklich festmachen. Also Einspritzzeitpunkt. Und diese Gemischschraube. Ja. Und das Einzige, wo wir jetzt noch dran einstellen könnten, wäre der Keil. Und das heißt, sobald Ladedruck kommt, gibt er nochmal zusätzliche Einspritzung. Wobei ich sag euch, mir ist gerade, weißt du, was mir gerade auffällt? Was? Wir haben mehr Leistung wie unser 1,9er TDI. Aber Newtonmeter nicht. Genau, ja, weil das wir nur einen 1,6er haben, dürfen wir nicht vergessen. Und wir haben weniger Ladedruck. Ja. Das heißt also, der Motor läuft auf jeden Fall effizienter als aktuell unser Diesel, das als der 1,9er. Aber da habe ich auch schöne Tipps gelesen. Luftmassenmesser zum Beispiel von einem anderen Fahrzeug verbauen. Aber da haben wir ja noch gar nichts geguckt. Wir waren noch nicht an Steuerzeiten, wir waren noch nicht am Förderbeginn und sonstiges. Da werden wir mit Sicherheit auch nochmal beigehen. Und da müssen wir auch mal einen Kraftstofffilter wechseln zum Beispiel. Ich muss jetzt kurz aufs Klo, sonst wird es eng. Ja, ich bin so aufgeregt. Patrick ist so aufgeregt, dass er schnell Lulu musste. Ja, vergessen. Fast vergessen. Hast du jetzt gemerkt, wenn es kalt geworden wäre? Erst schön warm. Ja, und dann eiskalt. Wir haben es gerade schon gesagt, eigentlich haben wir jetzt bei den Passaten mehr Leistung gefunden wie bei einem Golf 2 LLK, wie bei eigentlich allen 1,6er Turbodieseln. Ja. Und ich weiß, wir haben ja schon so einige Autos hier gemessen. Das, was mir persönlich nicht gefällt, ist, dass das Ganze so spät kommt, dass das erst bei hoher Drehzahl kommt. Ja, das ist wahrscheinlich, das ist ja dem Motor geschuldet, sag ich jetzt mal. Ja, den ganzen Management, wie der Turbolader, wie groß der Turbolader ist und sowas. Und ich sag euch, ich gucke jetzt mal gerade, wie viel Drehmoment haben wir denn bei 2200 Umdrehungen? 118 Newtonmeter, 37 PS, 118 Newtonmeter bei 2200 Umdrehungen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir jetzt bei unserem Audi das mal quer vergleichen, vielleicht könnte ich das mal machen. Audi 80 1,9er TDI, da haben wir ne doch. So, das ist das Bild eines unseres 1,9er TDIs und der hat bei 2200 Umdrehungen hat er mal einfach gepflegte 166 Newtonmeter. Das ist natürlich ganz anderes Leistungsdiagramm wie bei dem 1,9er von Patrick. Jetzt machen wir mal direkt mal einen Hin- und Herfahrt. Ja, das sieht halt ganz anders aus. Also das sieht aus wie so ein richtiger Turbomotor. Und da ist das, also wir haben hier erstmal Leistung und Drehzahl ab. Man kann wirklich sagen, so ab 3000 Umdrehungen geht hier erstmal Leistung und Drehmoment los, was bei unserem 1,9er TDI ganz anders ist. Also hier geht das wirklich los bei 1900 Umdrehungen. Da hat der dann schon 50 PS und 163, 165, 170 Newtonmeter. Und oben raus haben wir, gucken wir mal, wo wir 79 PS haben, haben wir nur noch 143 Newtonmeter. Ja, und da haben wir auch. Also ich glaube, das fährt gar nicht so schlecht. Das Ganze müsste halt einfach früher kommen. Man müsste hier einen kleineren Turbolader drauf machen. Dann wäre das Ganze noch geiler. Patrick. Hört sich eigentlich doof an, man sagt einen kleineren Lader, ne? Nö, die Abgasseite. Die Abgasseite, also dass man, wollte ich gerade sagen, dass der früher anspricht. Da muss man jetzt dann auch wieder die Realität sehen, ne? Es ist halt, ist und bleibt unter Anführungszeichen nur ein Passat und wir haben ja gesehen im vorigen Video, was für Baustellen der noch hat. Ja, Karosserie wird nicht besser, ne? Brauchen wir nicht drüber sprechen. Muss ich nächstes Jahr im Sommer, wenn der wirklich wieder, muss man den mal komplett durchmachen. Eigentlich. Ich sag dir, wenn der TÜV alle ist, dann war es das. Echt? Auch wenn du dieses Auto sehr magst, Patrick. Mittlerweile mag ich es wieder. Aber das Armaturenbrett, das sieht echt so top aus. Wir haben jetzt eins angeboten bekommen für 250 Euro, ne? Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Das heißt, wenn wir das Armaturenbrett ausbauen, haben wir 250 Euro gespart. Nö, mehr. Das, was du gesehen hast, hatte schon Risse. Ja, stimmt. Das ist rissfrei. Das kriegst du nicht mehr. Ich kann mich noch erinnern, die hat es bei VW Classic einmal im Abverkauf gegeben. Ich glaube, 350 Euro. Ich hätte damals gleich 2-3 kaufen sollen. Ich Idiot. Also, der Patrick schraubt jetzt mal eben die Pumpe alles fest, ja, dass wir wirklich fix haben. Dann können wir Zahnverkleidung auch wieder drauf machen. Ne? Ja. Und dann gehen wir doch mal oben an den Kegel und gucken, ob wir da noch was verändern können. Aber wenn nicht, sind wir jetzt hier, wie gesagt, bei den 88 PS angekommen. Der Patrick hat sich das natürlich markiert, was wir hier verdrehen. Und dann wollen wir mal gucken, was da jetzt passiert. Du kannst, ist so ein kleiner Kegel drin, glaube ich, wo auch wieder eine Bohrung freigibt für Zusatzdiesel, ne? Der Kegel, der da drin ist, der zieht sich, glaube ich, zurück.
Und dann kann sich dieser Gaszug oder dieser Zusatzhebel, der da noch dran ist, noch einmal mehr bewegen. Wichtig ist, wir drehen da irgendwo mal dran und dann. Das hat ja bis jetzt ganz gut geklappt mit dem irgendwo mal dran drehen. Julian, die. Ja, ja. 88 PS, 160 Newtonmeter. Nicht schlecht. Was hat das hier gemessen? 75. 130 Newtonmeter. 70. Ich glaube, das Ding hat nur 70 PS serienmäßig. 70 PS. Boah, ist ja Tuning. Ja, Ladeluftkühler hat er ja schon nachgerüstet. Da ist ja schon so ein kleines Tuning-Potenzial. Aber nicht der, würde mich nur 0,6 Bar, knapp 0,6 Bar. Sven seinen Golf ja auch nochmal drauf. Ja, ja, das wird er wohl im Da wird er wohl dem Patrick noch auf die Nudel gehen, die Tage. Was wir die ganze Zeit hier auch natürlich vergessen zu erzählen, der Patrick hat sich ja in dem Video davor auch die Düsen alle eingestellt und einen sauberen Abspritzdruck, so heißt das wirklich, eingestellt. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch jetzt generell mehr Leistung, weil jetzt alles viel, viel sauberer läuft. Die Leistungskurve sieht ja auch toll aus. Und wir werden gleich am Schluss dieses Videos mal vergleichen. Vorher, nachher. Man muss ja auch erwähnen, du hast die Düsen ja auch alles gereinigt, eingestellt. Ja. Also das ist wirklich viel, viel Arbeit jetzt hier reingeflossen. Ne? Das hast eine gute halbe Umdrehung, würde ich sagen. Ne? Fast eine halbe. Mhm. Mit dem Markieren Viertel. Da bin ich mal gespannt, ob das bringt. Muss über die Konterschraube festmachen oder verdreht sich das nicht? Ist sehr streng. Sehr streng. Perfekt. Aber ist doch sicher für die Leute mal interessant zu erfahren und zu wissen, was passiert, wenn man wie wo dreht. Wir haben den jetzt gegen den Uhrzeigersinn gedreht, ne? Raus. Wir haben ihn jetzt rausgedreht. Raus. Gegen den Uhrzeigersinn, genau. Das fühlt sich richtig gut an, das Auto. Ja. Also vorher fuhr der schon immer so ein bisschen bescheiden, fand ich. Ein bisschen Zeit jetzt vergangen hier. Also Ruß sehe ich immer noch keinen. Was ich jetzt gerade gemerkt habe, dass das Ansprechverhalten schlechter wirkte. Okay. Kann jetzt aber auch täuschen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich versuche natürlich genauso wieder einzukuppeln wie vorher. Mach wirklich rein. So, Vollgas. Nee, läuft gleich. Ist jetzt alles identisch. Sagen, was ich jetzt so sehe, bisschen weniger Endleistung. Also gerade bei höherer Leistung, untenrum hat sich gar nichts getan und bei obenrum ging es ein bisschen bergab. Okay, das heißt eigentlich kein Drin dann. Naja, ich würde jetzt mal direkt, du gehst jetzt quasi wieder raus, ja, und drehst direkt eine halbe Umdrehung oder Viertelumdrehung in die andere Richtung. Wenn ich eine Viertelumdrehung mache, sind wir auf Endposition, dann würde ich eine halbe Umdrehung drauf noch. Das war mal vielleicht einen besseren, wirklich einen Unterschied. Ja, das wollte ich gerade sagen. In der Zwischenzeit verrate ich euch natürlich, wie viel Leistung wir haben. Wobei, das sind wir jetzt definitiv im Komma-Bereich, behaupte ich. Also Drehmoment wird sich nichts verändert haben. Doch, 162 Newtonmeter, 88,7. Ah, da merkt man schon, dass man untenrum, also der weniger, die Achse wird halt wieder kälter. 162 Newtonmeter. Aber jetzt müssten wir ja direkt merken, was er jetzt macht. Ich habe gerade schon gesehen, wir hatten doch 162 Newtonmeter und 88,8. Aber es kann sein, dass wir jetzt mehr haben. Wir werden es ja jetzt sehen. Weil die Achse wird ja jetzt wärmer, er rechnet hier immer was auf. Wir können immer nicht nach der Radleistung gehen. Besser. Ja. Ja. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ich seh gar nichts. Ich aber. Ich sehe jetzt schon mal über die blaue Linie drüber, über Test 21. Jetzt bin ich echt gespannt. Also auch vom Ansprechverhalten her wirkte das jetzt für mich, als ob man ein bisschen früher kommt. Okay. Und hinten raus bleibt da ein bisschen stabiler, aber wir sprechen da wie gerade immer über 1 PS am Rad. Also obenrum sollte der Keil gar nichts mehr bewirken. Der soll wirklich nur in dem Moment, wo der Boost kommt, soll der eine Mehrleistung bewirken. Dann würde ich sagen, hat es untenrum was gebracht. Jetzt bin ich jetzt mal gespannt. Nee, die vorherige Linie war ein bisschen stärker. Stärker. Obwohl, ne, untenrum, ich glaube, da tut sich einfach nichts. Wir reden hier über 0,000 irgendwie. Okay. Wir haben immer noch 88,4. Kannst du mal die Schraube in eine Richtung komplett übertreiben? Genau, einfach mal zu schauen, was passiert. Weißt du, was ich meine? Such dir eine Richtung aus. Ja. Anders kann man es ja jetzt nicht feststellen. Der Patrick weiß ja genau, was er da dreht, aber um zu schauen, was verändert sich. Und ich gucke jetzt mal, vielleicht seht ihr es auch, ne, das seht ihr nicht, wie viel er da dreht. Vielleicht sehe ich das jetzt. Okay, ich glaube, das war eine Umdrehung.
Eineinhalb Umdrehungen sind eineinhalb das jetzt mit Uhrzeigersinn. Also hast du ihn raus oder rein? Rein. Und dann können wir nochmal gegensteuern. Ja, weil jetzt müsste sich ja was tun. Bin ich echt gespannt. Wir fahren jetzt mal den letzten Test. Auf jeden Fall kommt der Lader früher. Ja. Ich sehe doch nichts. Gut, Lader kommt früher. Ich würde sagen, da sind schon 66, 67 PS am Rad. Meinst du, wir knacken die 90 PS? Und Achtung, wir waren nicht am Lader. Das ist das, was mich so fasziniert. Ja, der Druck wird nochmal schön Drehmoment bringen. Ja. Glaubst du, dass wir dann definitiv über die Fahrleistung von 95 Liter, also ja, auf jeden Fall von 80er kommen? Ja, hundertprozentig. 90,6 PS, 162 Kilometer. 90 PS oben raus und Drehmoment deutlich früher. Ich würde es so stehen lassen. Ich sag dir so, ihr setzt das ja alles fest. Dann lassen wir noch mal ein bisschen kalt werden. Okay. Machen dann noch einen Lauf. Ich mache ihn jetzt mal aus. Ja. Das setzen wir so jetzt fest. Dann können wir uns gleich nochmal das Rußbild angucken, aber ich glaube, das ist alles in Ordnung. Das ist ja Wahnsinn. So, das Einzige, was wir jetzt noch nicht eingestellt haben, ist voll, also April-Drittzahl. Die stellst du über die Dinge ein. Ich würde das alles so laufen lassen. Okay. Also, ich habe keine Ahnung, Patrick. Du erklärst jetzt jemandem, was der Hohlkopf ist. Weißt du, was ich meine? Ich bin ein Hohlkopf wie eine Schraube da. Und ich würde da gar nichts mehr verdrehen. Weil du merkst ja, wann du aus Gas gehst. Der hat wirklich eine Abriegeldrehzahl. Du merkst, der will nicht mehr. Und das ist jetzt bei, wenn wir dem Diagramm wie früher folgen können, bei 5100 Umdrehungen. Ja. Und ich glaube, der dreht normalerweise, ich meine, 5050 ist die Abriegeldrehzahl. Echt? Oder 4850? Also es ist jetzt nicht so, dass es viel zu weit ist. Okay. Aber dieses Auto muss also, geil fahren. Also ich muss dazu sagen, ich brenne ja damit nicht auf der Autobahn Vollgas und fahre 200 Kilometer. Das mache ich ja nicht. Nee, du weißt ja auch, wann du das benutzen musst. Du, durch den Ladeluftkühler hast du ihm ja jetzt schon kühlere Abgase gegeben. Also ich weiß, was ich mal gerade mache. Halt mal kurz, Patrick. Ja? Ich suche mal eben das Diagramm raus. Jetzt von den Test früher. So, ich gucke jetzt mal eben, wir haben ja jetzt hier den blauen Test. Ich mache jetzt mal nur den blauen Test auf. So, jetzt holen wir uns mal den Booster zu. So, wir haben jetzt hier im Peak 0,55 auf 0,5 runter. Ja. Wir haben jetzt untenrum bei 2000 Umdrehungen 124 Newtonmeter und im Test 14, wir gucken jetzt mal einfach zwischendurch mal rein, im Test 14, ach guck mal, Junge, da ist gar keine Unter... Da haben wir jetzt, glaube ich, auch einen schlechten Test erwischt. Ist egal, wir hatten mal bei, guck mal, wie viel Drehmomentunterschied da dabei sind. Heftig, ne? Wahnsinn. So, und jetzt gucken wir mal Test 6, ich weiß nicht, das war heute der beste. Was heute der Beste? Ne, das war auch jemand heute. Ja, das ist auch heute. Guck mal, wie viel Drehmoment wir unten rum gewonnen haben. Ja, extrem. Patrick, du erkennst dein Auto nicht wieder. Ich mach mal Boost weg. So, jetzt machen wir es mal noch interessanter. Wir dürfen Test 14 können wir löschen. Also 3 Database. So, jetzt suchen wir mal hier da unten 74 PS, 133 Newtonmeter. Test 2. Den setzen wir auf die 3. Ja. Wohin? Und guck mal, das Geile ist, was wir jetzt wieder gefunden haben. Wir haben den Test ja vorne abgeschnitten. Hier bei 2000 Umdrehungen, 1000 Umdrehungen. Guck mal, da sind wir wieder da, wo wir waren. Ja. Du bist genau wieder da, wo wir waren. Das heißt, dein Auto hat sich unten rum, fährt er wie immer. Ja. So wie du das Passat kennst. Wenn du aber über 3000 Umdrehungen kommst, oder eigentlich, wenn du hier schon bei 2000, also sehr früh, verändert sich dein Auto von 74 PS und es hat bis jämmerliche 4,6 gedreht, dann kam da nichts mehr. Hier war schon ein Einbruch, 132 Newtonmeter und jetzt merkst du, Junge, jetzt drehen die Räderkurse, Passat bäumt sich auf, du guckst im Himmel und dann geht's wieder langsam runter. Ey, guck mal, 90 PS oben raus und ich sagte, der läuft jetzt auf der Autobahn. Was ist der vorher so gefahren auf der Bahn? Also ich habe es natürlich ausprobiert, Topspeed waren, ich glaube, 145. Auf dem Tacho? Ja. Da läuft, ich sagte, der marschiert bis 160 durch. Okay. Aber heftig, ne? Ja. Allein der Unterschied vorher und nachher, das ist wirklich heftig. Und das Geile ist, was mich so glücklich macht, dass du es geschafft hast, oder wir jetzt gemeinsam mit der Einstellung, untenrum den wieder gleich zu haben. Also ist alles wie vorher, nur dass wir jetzt obenrum deutlich besser laufen. Also sprich deine Nachtschichten, die du gemacht hast. Du hast nicht nur das Auto wieder repariert, dass du es wieder fahren kannst und wir es nicht schlachten. Was ich wieder nochmal, ich wäre null böse gewesen, wenn du gesagt hättest, wasch mal weg den Scheiß. Ich brauche Armaturenbrett. Das weiß ich, aber der Ansporn ist einfach da. Ja, und jetzt hast du nochmal einen Leistungsplus von über 30, also genau 30 Newtonmeter und 15 PS. 16 PS. Fällt mich am Arsch. Geil, oder? Mhm. Ja, also mehr gibt's. Aber weißt du, was jetzt wirklich juckt? Ha?
Dass man nochmal am Ladedruck dreht. Das was juckt am Ladedruck. Das juckt so richtig. Dich juckt das jetzt auch? Ja, mich juckt das jetzt total. Weil ich jetzt gesehen habe, wir haben jetzt nur durch das blöde Herumfummeln, haben wir jetzt 16 PS gefunden und 30 Newtonmeter. Ich weiß, ich bin eigentlich der Originalverfechter da, ja, und sage, lasst greift die Scheiße an, der funktioniert. Aber das ist jetzt echt heftig. Weil ich finde es auch geil. Also ich finde gerade der Unterschied vorher nachher ist halt unfassbar. Mhm. Ich würde sagen, wenn ihr Bock drauf habt und sagt, hey, komm, weißt du was, wir gehen nochmal an Ladung und nochmal so ein ausführliches Video, ja, dann schreibt jetzt in die Kommentare, ja, dann gucken wir, dass wir ein Dampfrad einbauen, typisch, ja, Oldschool aus dem Bauhaus, ja, was, genau, und dann gehen wir am Ladung und gucken, ob wir 160 Newtonmeter und 90 PS toppen können. Ja, aber was, also wenn wir das jetzt sagen, was nehmen wir uns als Ziel? 105 PS. 105? Und wie viel Newtonmeter? 173. Okay, gut. Ja? Also, bis zum nächsten Video. Check's Bescheid. Tschüss.